Schwestern und Brüder der 5. Flotte, es ist soweit. Ich werde den Abschied kurz machen. War nie gut mit Worten. Sobald ihr an Bord dieses Schiffes geht, gibt es kein Zurück. Der nächste feste Boden unter euren Füßen wird der der neuen Welt sein. Sollte jemand die Nerven verloren haben, möge er jetzt kehrt machen. Keiner wird es ihm vorwerfen. Sehr gut. Dann Mast und Schotbruch. Und möge der Saphirstern euren Weg erhellen. Monster Hunter World. Wir sind fast da. Packen wir die neue Welt bei den Hörnern? Fühlt sich ewig an, seit ich von zu Hause weg bin, um mich der Kommission anzuschließen. Also, nervös? Glaub mir, verstehe ich. Alles Mögliche könnte uns da passieren, aber hey, da... Hey, bist du nicht einer der Top-Auswahljäger? Was? Im Ernst? Wir auch. Hey! Verrat uns deinen Namen. Aber gerne doch. Hallo und herzlich willkommen zu Monster Hunter World. Das hier wird ein kleines angespielt Video, also ein angespielt Let's Play, wenn man es genau nimmt. Hat einen Grund, den sage ich dann im Programm. Erstmal, wir sind jetzt in der Charaktererstellung. Und... ich mache das mal kurz und werde mal einen Charakter so halb erstellen. Also vom Prinzip, man kann hier alles einstellen. Wieder von, ich zeige euch das mal ganz kurz, Gesicht, Haut, Frisur, Augenbrauen, Augen, Nase, Haare, alles ist drin. Aber ich überspringe das mal, weil das wird garantiert schon bei anderen Let's Plays drin gewesen sein. Deswegen, wir wollen ja ein bisschen was vom Spiel sehen, deswegen mache ich es kurz und werde mal ganz kurz die nette Dame hier ein wenig umdesignen und ja... wir sehen uns dann gleich wieder nach dem Schnitt. Für euch vergeht keine Zeit, für mich dafür umso mehr. Bis gleich. Also, wie wär's mit dem Trinkspruch? Haha, auf die Top-Auswahl und die Kommission. Prost. Also, sag mal. Was ist deine Ansicht? Die Drachenältesten müssen die neue Welt doch aus irgendeinem Grund aufsuchen. Die Forschungskommission besteht jetzt seit 40 Jahren und die Gilde will endlich eine Antwort. Man sagt, die 5. Flotte hätte die größte Chance, diese Nuss zu knacken. Und ich glaube das auch. Hey, apropos. Top-Auswahlleute arbeiten meist in Zweierteams. Hast du schon deinen Partner getroffen? Hör dir das an. Wird wohl ernst da draußen. Die Wellen werden größer. Das muss Landsichtung bedeuten. Du bist doch in der Top-Auswahl, oder? Hey, meets, meets. Ich bin keine Telepathin, aber ich habe ziemlich gute Ohren. Oh, freut mich sehr. Ich bin übrigens auch in der Top-Auswahl.
Ich glaube, so sollte ein Schiff nicht geparkt werden. Und wir haben den Steuerungshinweis, dass man mit LS, mit dem linken Stick, sich bewegen kann. Und ich sage nochmal ganz herzlich willkommen und zum Spiel selbst sage ich etwas, wenn wir das Intro, das Alibi-Intro, die Anfangssequenz durch haben, dann erzähle ich eigentlich, warum ich es überhaupt aufnehme. Aber erstmal laufen wir hier, weil wir sind in Gefahr. Das hören wir durch. Ja, ich bin hier unten. So, wir sprinten, indem wir hier drücken. Das muss ich noch umkonfigurieren. Und wir erklimmen die Wand ganz automatisch. Da muss ich nichts machen. Oh, hey, du bist es. Sieh mal, was mit dem Schiff passiert ist. Wir müssen etwas unternehmen. Ja, was denn? Soll ich ziehen? Schnell, hier entlang. Ich mach nichts. Sicher, hier entlang. Ich bin weit gekommen, nämlich gar nicht. So, pass auf, ist ein guter Hinweis. Wir klettern mal nach oben. So, natürlich klettere ich mal so schnell, wie ich kann. Du schaffst das schon? Na los. Ja, ich bin ja dabei. Nur hier keine Panik. Der ganze Berg explodiert, aber das interessiert mich nicht wirklich. Wir weichen so ein bisschen aus. Hey, ich wollte hier nicht runterfallen. Entschuldigung. Ich muss mal an dir vorbei, Mädel. Ich glaube, es ist nämlich dieser richtige Weg hier. Ich muss hier nach oben irgendwie. Es sei denn, mich erwischt ein Felsbrocken, aber das hält mich nicht auf. Und nach oben. Hier entlang. So, immer ihr nach. Nein, der Boden bewegt sich wieder. Wir sind auf. Ich wusste es. Ja, wo denn? Wo sind wir denn hier? Ich habe keine Ahnung, was sie meint. Der Anhalter geht weiter. Runter von dem Ding, na los! Natürlich, per Anhalter. Mach ich. Und los! Renn! Renn! Aufgeschlagen haben. Ja, hey Partnerin, schau dir das mal an. Machen wir gleich. Erstmal nochmal herzlich willkommen zu Monster Hunter World. Wir sind noch nicht ganz durch dem Tutorial durch, um genau zu sein.
Ich weiß das, weil ich habe ungefähr schon so 3 Stunden im Spiel verbracht. 3, 4, vielleicht waren es auch 5 oder 6 Stunden, irgendwie so in dem Dreh. Für Monster Hunter-Verhältnisse ist das ja gar nichts. Ich muss zugeben, das ist mein erstes Monster Hunter. Ich habe vorher noch kein anderes gespielt. Also deswegen, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich habe auch keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe aber einige Twitch-Übertragungen gesehen und auch einige Let's Plays auf YouTube mir angeguckt und gedacht, hey, das Spiel sieht gut aus, das sieht toll aus, das sieht nach Spaß aus. Und so habe ich gedacht, hey, kaufst es mal und versuchst es selbst. Allerdings muss ich auch dazu sagen, das, was ich jetzt hier gekriegt habe, ich sage jetzt mal vorsichtig, entspricht nicht ganz dem, was ich erwartet habe. Und das hat vor allem anscheinend etwas damit zu tun, dass es auf der normalen Xbox, anders aussieht als das, was man auf der PlayStation sehen kann und auch was auf der PlayStation Pro bzw. auf der Xbox One X zu sehen ist. Wobei, es ist ja logisch, die One X hat ja wesentlich mehr Leistung als die normale Xbox. Und zur Erklärung, ich habe hier noch, zu meinem PC habe ich nur eine Konsole und zwar die Xbox One und zwar nicht die Xbox One S und auch nicht die Xbox One X. Ich besitze noch sozusagen das originale schwarze Mammutgehäuse. Es ist nicht die Day One Edition, die hier steht. Es ist ungefähr eine, die ein Jahr nach der Day One Edition gekauft worden ist. Aber damit ihr das ungefähr einordnen könnt, welche Xbox hier im Betrieb ist. Und demzufolge haben wir hier, wenn wir, ich weiß gar nicht, ob das schon geht. Nee, geht noch nicht. Ich kann noch nicht ins Menü. Haben wir hier den Modus für Auflösung, so nennt er sich Auflösungsmodus, also nicht für verbesserte Grafik, weil das geht nur auf der Xbox One X und die steht hier halt nicht. Deswegen, aber so oder so, ich habe halt gedacht, sie rechnen wahrscheinlich irgendwas runter oder so, aber ihr werdet jetzt gleich sehen, was ich meine. Ich gehe mal kurz zu meiner Kollegin, die im Übrigen momentan ziemlich stumm ist, aber die sagt, ich soll hier nach vorne laufen. Das habe ich im Zelt gefunden. Da ist eine Karte drin. Nun, zumindest ein Teil einer Karte. Genau, die Karte könnten wir öffnen mit der dementsprechenden Taste. Sieht aus, als seien wir ungefähr hier. Die Einsatzbasis der Forschungskommission ist hier. Dort sollte unser Schiff eigentlich anlegen. Ich denke, es ist am besten, wenn wir fürs Erste zur Basis gehen. Die Karte sollte uns helfen, unseren Weg zu finden. Na dann, auf! Schönes Zelt. Wir gehen mal und jetzt kommt gleich der Weitblick über die wunderbare Ebene und die tolle Grafik. Moment. Uralter Wald. Schau mal, das Hauptquartier der Forschungskommission. Los, auf geht's! Ja, das ist da hinten, wo das Schiff ist. Ja, direkt vor mir. Da müssen wir hin. Ja, und jetzt sieht man das, was ich eigentlich meinte mit... Um Hauptquartier zu gelangen, müssen wir laut Karte... Geradeaus! Immer geradeaus! Wir sehen es doch. Sie guckt auf die Karte und weiß nicht, wo sie hin soll. Nein, aber das ist jetzt das, was ich meinte. Die Abdonuts scheinen genauso gutmütig wie die bei uns zu Hause zu sein. Ja, nun lass mich doch mal 2, 3 Worte sagen, bevor wir hier irgendwas machen. Guckt mal auf die Dinos. Wir müssen wohl einen Weg finden. Ja, das machen wir doch gleich. Guckt mal auf die Dinos und ich muss ehrlich sagen, ich habe ja schon Spiele mit wenig Weitblick gesehen und wenig Schärfe, aber... Das ist sehr unscharf und wenn ich mal ganz ehrlich bin... Da gibt es etwas. Die Speerkäfer versammeln sich. Ja, und wenn ich mal ganz ehrlich bin, wollte ich sagen, so extrem super sieht das Programm nicht aus, als dass man das so runterrechnen muss, wie man das... Eine seltsame Pflanze. Ja, ich komme doch gleich. Wie man das hier in diesem Programm gemacht hat. Hier drüben ist noch eine. Ja. Komm schon. Ich glaube, ich habe den Weg zurück zur Basis gefunden. Jetzt ist sie hoffentlich fertig. Ja, aber wie gesagt, ich habe den Speerkäfern vorhin beigebracht, wie ich rieche.
Wenn du mich aus den Augen verlierst, folge einfach den Spähkäfern, dann findest du mich. Ja, okay, wir gehen mal in ihre Richtung. So, trotzdem, ich habe schon vieles gesehen, was Runterrechnung betrifft. Und es ist mir ja klar, dass die Xbox One, die Standard-Edition, nicht wirklich viel Leistung hat. Das ist mir alles klar. Aber auch auf dieser Konsole wäre nach meiner Ansicht viel mehr möglich gewesen, denn man hat hier ja mehrere Dinge getan, damit das Bild so wunderbar aussieht, wie es so aussieht, weil man hat die Texturqualität runtergesetzt, man hat die Kantenglättung komplett ausgeschaltet, die Texturschärfe ist noch reduziert. Ich meine, dass die Figuren gut aussehen, sieht man hier. Im Nah ist alles okay. Und wenn sie 2 Meter entfernt sind, werden sie unglaublich unscharf. Das wird nachher noch wesentlich, wesentlich schlimmer, wenn wir in der Stadt angekommen sind. Aber wir machen das mal, wir spielen es erstmal, ja? Also, wie gesagt, es ist ein Anspielen, es ist ein Testspielen und so weiter. Ich habe mich entschlossen, das Ganze aufzunehmen, aus einem ganz einfachen Grunde, denn mir ist aufgefallen, alle Videos, die ich gesehen habe, müssen wohl entweder auf der PlayStation 4, also PlayStation 4 natürlich, oder der PlayStation 4 Pro aufgenommen worden sein, oder auf der Xbox One X, denn das hier habe ich so leider vorher nicht gesehen, sonst hätte ich nicht die Fassung gekauft, ich hätte dann doch auf die PC-Fassung gewartet, die ungefähr in einem halben Jahr kommen soll, aber naja, wir werden es sehen. Es läuft im Übrigen, obwohl es so stark runtergerechnet worden ist und teilweise halt sehr pixelig aussieht. Man achte mal hier auf die direkt vor mir befindlichen Schilfrohre, die ja wirklich, ich sag jetzt mal, auch im Nahen nicht wirklich scharf sind. Es läuft trotzdem nicht wirklich flüssig. Also wenn ich hier die Kamera drehe, sieht es mir nicht wirklich nach einer konstanten Framerate aus, muss ich leider sagen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man das Ding nur optimiert hat für eine Xbox One S oder X. Oder ob es halt wirklich mehr oder minder nur für die X programmiert worden ist und alles andere hat man da mehr oder minder vergessen. Ich persönlich muss sagen, ich finde es sehr, sehr schade, dass das Programm so extrem runtergerechnet wird, denn der Charaktereditor ist noch sehr ausführlich, sehr detailliert, sehr, sehr realitätsnah und so weiter, und dann kriegt man, wenn man fertig ist, so eine runtergerechnete Figur, wo man noch nicht einmal erkennt, was man da eingestellt hat, also deswegen finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr schade. Gut, aber andersherum, es geht ja wohl angeblich bei Monster Hunter nicht nur um die Grafik, da geht es ja auch um das Spielgefühl, und da sind wir ja noch nicht ganz drin, außer dass die Kollegin hier die ganze Zeit mich ein bisschen nervt. Wir rennen ihr mal hinterher. So, einfach mal hier um die Ecke. Na du? Ja, hi. Durch diese Ranken können wir uns einen Weg bahnen. Na, dann mache ich das noch ganz kurz mal. So, Moment, Ranke weg und auch diese da weg und auch das, ja, so. Ja, ich bin doch da, ich bin doch da. So, mit A verstecken wir uns. Ich halte dich in dem Gebüsch nicht auf, um verborgen zu bleiben. Ruhig. Intelligent. Das Viech schiebt mich raus. Und ich bin ganz ruhig. Ich rede doch nur mit euch. Okay. Die Luft ist rein. Brechen wir auf, solange wir können. Ja, so. Die Dinger riechen uns nicht mehr, deswegen rennen wir einfach mal hier lang. Und folgen ihr mal. So, einmal hier jetzt, wir haben das eleganter gemacht, wenn ihr mich fragt, aber ich glaube, die Animation war die gleiche, ist auch egal. So, einmal durch, ja, sehr schön. Wir haben keine Waffe, das haben wir schon gehört. Nichts kann uns aufhalten.
klettern wir runter, steht da, und nichts kann uns aufhalten. Kleiner Übersetzungsfehler. Das macht sie übrigens auch automatisch. Man muss nur hier an die Kante gehen und dann nach unten drücken. So. Ja, sehr schön. Wir sind ganz nah dran. Es ist übrigens so, dass die Vertonung nicht durchgängig ist. Also wir haben viele Sachen, die wir lesen müssen. Warte, hier ist etwas. Das war wieder vertont. Ja, das werdet ihr dann in den Zwischensequenzen auch gleich sehen. Okay, so, es geht weiter. Was haben wir hier? Ja, Mädchen? Ich renne dir hinterher. Was ist das für eine Spur? Ich weiß nicht. Alte Fußspuren. Da drüben geht's weiter. Schauen wir uns das mal an. Natürlich, ich folge dir. Moment. Yep. Und? Na gut, dann rennen wir denen mal hinterher. Ist so eine gute Idee, diesem riesen Monster hinterher zu rennen. Aber andersrum, hey, das ist unser erstes Aufeinandertreffen mit einem kleinen Monster. Das ist nicht gut. Worauf wartest du denn? Komm her! Und so sind wir in der Stadt angekommen. Nach diesem kurzen Ladebalken, den ich mal absichtlich auch drin lasse, damit ihr seht, wie lang die so sind. Die anderen habe ich, denke ich, rausgeschnitten. Aber der ist, denke ich, verkraftbar. Also die Ladezeiten sind okay. Bisher. Sagte er und hängt in einem Ladebalken. Aber gleich. Ich fand es übrigens gerade witzig, dass der Ladebalken auf 100% war und wieder zurückwanderte, aber ich habe nichts gesagt. Gar nichts. Wow. Beeindruckend, nicht? Seht euch nur dieses Tor an. Als ob die Natur wollte, dass wir Astera genau hier errichten. Astera? Gefällt mir. Astera. Der Rest der Fünften ist schon da. Ihr seid als Letzte eingetroffen. Okay, setz ihn hier ab. Mach ganz langsam. Wir müssen deine Schulter bewegen. Halte kurz. Hey, ihr habt es geschafft. Bin gleich zurück. Ihr seid am Leben. War hart, was? Als wir euch zwei nicht finden konnten, haben wir Angst bekommen. Habt uns Sorgen gemacht. Wir wollten schon nach euch suchen gehen. Aber Ende gut, alles gut. Hey, könnt ihr uns helfen? Entschuldige. Komm. Wir sehen uns später. Das hier ist unser Handelshof. Ein treffender Name, wenn ich das sagen darf. Sieh nur all die Leute. Und das Zeug! Unglaublich, oder? Ja, wir haben alles vor Ort. Wir haben Jäger, die erkunden, Gelehrte, die forschen, Techniker, die alles am Laufen halten. Das hier ist das schlagende Herz der Kommission. Wartet mal kurz. Kommandant, ich habe sie gefunden.
Willkommen in Astera. Ja, schön, dass er uns willkommen heißt, aber den Rest leider nicht mehr sagt. Finde ich persönlich sehr schade. Wenn wir schon eine Vertonung machen, finde ich, hätte sie voll vertont sein müssen, dass man das so teils macht. Kann man vielleicht für Nebenquests, ich sag jetzt mal verschmerzen, aber die Hauptquest, also sowas hier gleich am Anfang, hätte man vielleicht dann doch mal voll vertonen sollen. Aber egal. Willkommen in Astera. Schön, dass ihr da seid. Irgendwie wusste ich, dass ihr es schaffen würdet. Wenn man so lange das Kommando hatte wie ich, weiß man, wer etwas kann und wer nicht. Ich würde euch natürlich gerne alles erklären, allerdings will hier wirklich jeder was von mir und ich kann mich nicht vierteilen. Um die wichtigen Dinge kümmern wir uns in der Ratssitzung, die ich abhalte, wenn sich alles beruhigt hat und ich mein Nickerchen, also mein Mittagsschläfchen, hinter mir habe. Ich erwarte natürlich, dass ihr zwei da seid. Was anderes ist ja auch vollkommener Blödsinn. Ihr würdet ja sonst nur faul in der Sonne liegen und nichts tun. Deswegen, ihr seid da. Habt ihr verstanden? Euer Ruf eilt euch voraus. Ja, die Gilde hat euch beide in den höchsten Tönen gelobt. Kaum vorstellbar, was ihr wohl als Team leisten könnt, auch wenn ihr euch eigentlich gar nicht kennt. Weder mit Namen noch mit irgendwas anderem. Ach ja, dein pelziger Freund hat nach dir gesucht, den wir erstellt haben, oder den du erstellt hast, ach, wie auch immer. Auf jeden Fall, der ja von Bord geflogen ist, 2 Sekunden, nachdem man ihn kreiert hat. Ja, das da arme Ding wurde vor kurzem hier angespült, war vollkommen durchnässt, wir mussten ihn erstmal trocken rubbeln und unter einen Föhn setzen, damit er sich wieder wohlfühlte. Aber wenn die Katze immer noch einen kleinen Schnupfen hat, dann wundert euch nicht darüber. Also schau dich in Astera um. Ein Horn gibt dir Bescheid, wenn es Zeit für die Ratssitzung ist. Wie gesagt, nach meinem Mittagsschläfchen. Nun geht schon. So, und nun hau mal ab, denn ich habe noch was zu tun. Ich bin müde. Okay, ich werde euch alles zeigen. Suchen wir erstmal deinen Palico.